Marc, du bist da, wunderbar. Hallo. Hui. Guten Tag. Hallo zusammen. Genau. Ich habe schon ein kurzes Intro zu dir gemacht und gesagt, dass wir beide Menschen sind, die viel zum Thema Sexualität geforscht haben und rausgefunden haben und die das auch gerne wieder zurückgeben wollen an andere Menschen, die Lust haben, dazu was zu hören. Und dass wir eben auch beide immer wieder so die Erfahrung haben, dass durch Fragen und durch dieses im Gespräch sein neue Dinge rauskommen, die vorher in uns in Einzelteilen vorhanden waren und jetzt wie so neu sich zeigen können überhaupt dadurch, dass ein Gespräch da ist. Ja, absolut, absolut. Die Frage öffnet die Tür. Genau. Sollen wir gleich einmal einsteigen mit unserer Idee, mit unserem Projekt, was wir zusammen ins Leben rufen gerade? Ja, voll gerne, voll gerne. Möchtest du, dass ich den ersten Tanzschritt mache? Ja, mache. Gerne. Gerne. Wir kennen uns jetzt schon seit einer ganzen Reihe von Jahren. Ich habe auch viel von dir über das Thema Sexualität lernen dürfen, weil du einfach schon so viele Schritte gegangen bist. Und eine Sache, die mich persönlich bewegt und für die ich auch gehe, ist gerade die männliche Sexualität. Weil wo ich mich auf den Weg gemacht habe der Sexualität, war einfach für Männer viel zu wenig da. Ich habe gesucht und dann gab es ein bisschen von dem Alpha-Stuff, so sei mehr Alpha. Es gab mal ein Mantachia-Buch, aber wirklich eine Tiefe im Bereich männlicher Sexualität hat mir einfach gefehlt. Da war nichts da, was ich finden konnte, oder sehr wenig. Und dann habe ich mir meine eigenen Wissensschritte mühevoll zusammengesucht und war aber auch frustriert, weil es so schwer war und habe mich dann auf den Weg gemacht, das zu ändern. Und das ist alleine natürlich eine große Aufgabe. Und umso besser ist es, wenn man da starke Partner hat, die einfach so viel mitbringen, wie du es tust. Und wir haben uns entschieden, dass wir gemeinsam einen Raum für Männer öffnen und unsere Expertise zusammenlegen, auch mit dem Titel Sexpertise im Gespräch. Und uns im ersten Schritt dem Thema der Kernfrage, wie können gerade Männer besseren Sex haben, widmen. Ja. Ja, und mir hat das so viel Spaß gemacht, so deine Neugier, die tatsächlich eben ja auch aus mir so ganz viel so das Wissen nochmal in einer total schönen Form rausgebracht hat. Und natürlich auch so meine Herzensangelegenheit, weil ich mir gute Liebhaber wünsche und auch das Gefühl hatte, man muss sie im Grunde genommen auch selbst ausbilden. So. Und das, was du sagst, so, dass das Wissen nicht in einer gut aufgearbeiteten Form vorhanden ist, das habe ich auch immer so gesehen und auch gemerkt, es ist ja dieses, ich spreche natürlich nicht aus erster Hand, so, weil ich keinen männlichen Körper habe, aber ich spreche als Betroffene und habe dadurch auch ein Rieseninteresse und so ein Erfahrungsschatz von Feedback. So, was hat für mich funktioniert? Was hat für Frauen funktioniert, mit denen ich gearbeitet habe, mit denen ich befreundet bin? Und auch zu merken, dieses, der erste Schritt ist immer, dass überhaupt eine Frage da ist. Und dass dann kann sich alles entwickeln. Aber diese Neugier und diese Frage ist so wichtig. Weil ohne das entsteht halt das Gespräch nicht. Und das ist tatsächlich auch genau diese Einladung an Männer, finde ich, von uns so, dass wir sagen können, wir sind da, mit uns könnt ihr sprechen. Und wir sind auch neugierig darauf, was die Fragen sind. Und wir haben ja dazu auch im Vorfeld Interviews geführt, um Männer einfach einzuladen. Erzählt uns, was eure Sorgen sind. Erzählt uns, wo es der Schuh drückt und was das Erste ist, so was ihr echt als Thema abhaken wollt. Und dabei sind wir ja ganz viel auf dieses Thema gekommen von Druck. Weil die Sehnsucht ist da. Und dann aber zu merken, aber es macht an sich einen riesen Druck, weil die Sehnsucht, da folgt unmittelbar dieses, und ich muss es super machen. Und ich muss an sich gleich der beste Liebhaber sein. Und dann keinen Weg zu kennen, macht halt total viel Schmerz auch und viel, ja, sag ich mal, Verunsicherung so, ne? Weil wenn ich noch nicht so gut bin, wie ich gerne wäre, wie gehe ich denn damit um? In der Partnerschaft, in einer wie auch immer gearteten Beziehung. Es ist so kontraintuitiv, weil der Wunsch, der männliche Wunsch, ein besserer Liebhaber zu sein, führt gleichzeitig in beide Richtungen. Der führt dazu, dass man auf der einen Seite sich Themen öffnet, die einen wirklich zum besseren Liebhaber machen, aber gleichzeitig führt der ganz oft auch dazu, dass die Männer sich massiv verkopfen und dass sie dann im Bett wie so ein Stratege, während der Sex passiert, sie quasi Schritt für Schritt für Schritt versuchen vorzuplanen. Und während sie die Frau berühren, im Kopf schon dabei sind, okay, wo ist der Stimulationspunkt, den ich jetzt irgendwie betätigen muss? Wo ist der nächste große Bewegungsschritt? Was ist das Ding, was jetzt wichtig ist? Und durch diesen Fokus, der ja eigentlich gut gemeint ist, geht aber so viel Qualität
verloren. Und meistens führt der Druck, den du beschreibst, auch dazu, dass der Sex einfach dann viel kürzer ist, als sie es gerne hätten. Und das ist natürlich nichts, was sie dann in das Gefühl bringt, boah, ich mache diese Sache ja gut. Ja, und das Zweite, was du darin ansprichst, ist ja auch, dass der Fokus auch total auf der Frau ist. Also mit einer total guten Absicht, so es so zu machen, dass es auch für sie schön ist, aber dass den Männern dann total verloren geht, was sie in ihrem Körper fühlen. Und das ist eben, was du auch sagst, so, dass es sehr verkopft ist, so, ne? Also dass es eher eine Strategie ist. Und auch, das kenne ich halt aus dieser Zeit, wo ich mich ganz viel mit Tantra-Massage beschäftigt habe, dass die Männer kommen und Techniken lernen wollen. Und Technik nach Technik lernen wollen. Und denken, die Technik bringt's jetzt. Und dass dabei aber genau das Fühlen verloren geht. Und natürlich auch die tollste Technik, wenn sie nicht dazu führt, dass ich mich als Person selbst wahrnehme, dann habe ich ja, sage ich mal, gar nichts davon. Also nicht, dass es im Sex darum gehen würde, möglichst viel davon zu haben, sondern eher auch zu lernen, hey, als erstes bin ich bei mir zu Hause und von da aus, wenn ich mich richtig gut wahrnehme, dann kann ich auch den Sex genießen. Und das heißt nicht, dass die andere Person ihn weniger genießen wird, aber auch das so, ne, das hast du ja auch immer wieder formuliert, müssen Männer erst lernen. Und deswegen ist das für mich auch so ein wichtiger Bestandteil von unserem Kurs, den wir anbieten, zu sagen, wie erlaubst du, dass du selbst erstmal bei dir ankommst und was gibt es da auch für Techniken? Weil teilweise gibt es halt wirklich auch Techniken. Ein anderer Teil ist der Mindset, aber auch zu merken, ja, das braucht irgendwie meine Aufmerksamkeit. Und dann kann ich diese Techniken ja auch ganz leicht anwenden. Ja, für uns Männer ist es ein, ich spreche jetzt mal im Kollektiv, es ist ein fremder Gedanke zu sagen, hey, mein Körper ist eine Heimat für ganz viel Lust. Wir kennen natürlich das, dass wir viel Lust erleben, aber die Idee, die Frage, wo sich diese Lust ballt, da bekommen wir keine mehrdimensionalen Antworten, wenn wir groß werden, sondern wir haben einfach die Idee, wir haben so unser Kernlustzentrum im Schritt und das ist da und das war's. Aber diese Grundidee zu fragen, wie viel Lustraum ist beispielsweise in meinen Armen, in meinem Hinterkopf, auf meiner Kopfhaut, auf meinem großen rechten Zeh, um mal ein Beispiel zu nennen, die ist so fremd, die wird nicht gestellt. Und ja, damit geht so unglaublich viel auch empfangen Potenzial verloren. Und du hast es gerade so schön formuliert mit, dass diese Lust erstmal in mir als Mann größer wird, ich mehr fühlen kann, da mehr passiert. Und ich erlebe, dass sehr viele Frauen, wenn wir jetzt mal von Mann-Frau-Beziehungen ausgehen, auch sehr rezeptiv reagieren. Das heißt, wenn mein ganzer Körper, ich habe so oft erlebt, wenn mein ganzer Körper in Lust bebt, weil ganz viele verschiedene Lustzonen angesprochen werden, dann ist es wie eine Energiewelle, die mein Gegenüber quasi mitreißt und auch noch tiefer in ihre Lust bringt. Und das zu verbinden, so meine Lust kann auch ihre Lust sein, das zusammenzubringen auf eine liebevolle Art und Weise, ist eine kleine Revolution in der Sinnlichkeit. Ja, ich würde es sogar noch weiter formulieren. Also nicht nur, dass es eine Welle ist, sondern dass dann dieser Kreislauf entsteht. Aber der kann halt nur entstehen, wenn es in beiden fließt. Also wenn ich nur versuche, irgendwie im Gegenüber was zu kreieren, dann kann tatsächlich, und das kenne ich auch als Frau, so wenn der Mann nicht auch genießt, dann gibt es ja auch fast wie eine Scham. Also dieses, der macht das hier für mich, strengt sich an, aber irgendwie ist es dann auch nicht so einladend, mich da reinfallen zu lassen. Also dann gibt es eher auch so ein Zögern, so dieses, ist denn das jetzt wirklich eine gute Idee? Und irgendwann kommt ja die fette Rechnung oder sowas so, ne? Und das andere ist auch so, dass ich das Gefühl habe, so, ja, ich kann ja zumindest hoffen, dass er genießt, dass ich genieße, aber noch schöner wäre es ja, wenn wir diesen Kreislauf haben. Und das ist tatsächlich dann so auch, wo ich merke, dass meine Lust so willkommen ist. Und das ist sie, wenn ich spüre, dass sie was macht im Gegenüber, nicht nur schöne Show, so, ne? Das, also, das ist jetzt ein bisschen scharf ausgedrückt, so, aber trotzdem, ich finde, da kann man auch so Pornos einbinden und merken, Männer genießen die Lust der Frauen. In Pornos geht es ja ganz viel um die Lust der Frauen, so, ne? Die in aller Breite gezeigt wird, so, ne? Aber eben auch, dass als Frau, wenn es im echten Leben stattfindet, so, ne, brauche ich, dass das wieder zurückfließt und auch tatsächlich dieser Kreislauf entsteht. Dann finde ich, ist so das, was beim Sex wirklich auch sich im Fluss anfühlt und nicht nur irgendwie so eine Technikübung. Ja, total schön. Ist auch so wertvoll, dass du als Frau da stehst und diese Bestätigung bringst von ja, das ist der Weg, da ist ein tiefes Wollen, weil es die Qualität der Begegnung einfach erhöht. Ja, und auch ich merke so dieses,
wenn dieser Kreislauf stattfindet, dann kann das Tempo insgesamt auch runtergehen. Also das ganz viel von dem Druck Tempo erzeugt, so nach dem Motto, ich muss ganz schnell ganz irgendwo hin, so, ne? Und dass dieser Stress rausgeht in dem Moment, wo ich weiß, ey, wir sind beide total gut juicy am Genießen und ich muss jetzt gar nicht durch Tun so viel geschehen, sondern eher durch Erlauben. Und Ja, ja. dann steht auch was Wunderschönes und ich nenne das die Erotik des Momentes. Ich habe auch in der Entwicklung, ich habe auch viel auch von dir gelernt, nochmal mein Tempo weiter runterzufahren und auch diese Erkenntnis von, das darf sein und das ist auch was Schönes, das darf ich mir erlauben als Mann, ich muss nicht die ganze Zeit wie so ein Zug sozusagen immer mehr Kohle auflegen. Und was ich entdeckt habe über die Jahre damit ist, dass je mehr ich ankomme in meinem Körper als Lustzentrale mit ganz vielen Farben. Und je mehr ich mir erlaube, ganz bewusst zu wählen, was für ein Tempo nährt mich gerade und auch bewusst die Geschwindigkeit und Langsamkeit wählen kann, ein großer Effekt war, dass die Erotik, das erotische Potenzial der Momente außerhalb der Penetration massiv gestiegen ist. Das heißt, es klingt sehr romantisch, aber es ist tatsächlich so, dass dann ein Gespräch, ein in die Augen gucken, eine Handberührung eine so hohe erotische Ladung bekommt, weil dann eine Wahrnehmung von dem Zwischenraum entsteht. Und der, ich kenne ihn nur über den Körper. Und vielleicht magst du uns, hast du eine Erfahrung parat oder eine Art von Beschreibung, wie es sich für dich anfühlt, wenn du einem Mann begegnest, der mit dir so präsent sein kann, dass die Momente einfach in sich so viel Erotik haben? Schöne Frage. Also ich habe gerade gedacht, als du gesagt hast, du kennst das über den Körper, das kenne ich auch. Und ich erlebe das eben auch so, dass es über jeden Körperteil geht, weil diese Präsenz dann ja anfängt, sich eben nicht nur auf den Genitalbereich irgendwie auszuprägen, sondern im ganzen Körper präsent ist. Und dass sich das auch ganz viel in der Sprache ausdrückt. Also dass die Art, und es kann manchmal nur so ein Wort sein oder so ein in die Augen gucken mit einem so, so, ne? Und da zu merken, so, ne? Wenn ich anknüpfen kann an diese entspannte erotische Erfahrung, dass die tatsächlich auch ganz leicht, also die liegt dann ganz dicht unter der Oberfläche. Es ist dann kein großes Ding, irgendwie in tatsächlich auch einen sexuellen Kontakt zu kommen, einfach weil wir beide auf so einer schönen Grundtemperatur sind. Und wo Erotik nicht so was ist, was in der letzten Ecke ist und wo man erstmal sich durchgraben muss, um dahin zu kommen, sondern das so als präsentes, so als warmes Körpergefühl die ganze Zeit da ist. Und ich glaube, deswegen ist auch dieses in der Sprache dann, es ist eben auch nicht so, dass man dann irgendwie Dichter werden muss, so, ne, um lauter romantisch triefende Sätze zu sagen, ne, sondern dass einfach dieses, oft finde ich, ist ja das zu sagen, was da ist, das hat schon eine totale Kraft. Wenn ich mich traue, dieses, so ein Juiciness irgendwie, das ist wirklich oft ganz wenig, so ein, zwei Worte können da schon anfangen. Aber zu wissen, als Mann, diese feine Grenze, so, wo wird es echt klebrig oder auch irgendwie so komisch Pornotalk. Erstaunlich viel über Pornos rede ich, obwohl die jetzt in meinem Leben nicht so eine Rolle spielen. Aber ich tatsächlich auch weiß, dass sie im Leben vieler Männer eine Rolle spielen. Und Männer eben auch manchmal so nach dieser Grenze suchen. So, ne? Was kann ich an Erotischem in den Alltag reinbringen? Und was ist einfach nur total over the top und die Frau rennt schreiend davon? Und deswegen fand ich das so gut, das auch als dritten Punkt so mit in unseren Kurs reinzubringen, zu sagen, wir feintunen das, wie Sprache ein Werkzeug ist, um erotisch in Kontakt zu treten und wie du daran sicher werden kann als Mann, werden kannst als Mann, ohne dass es eben genau ständig so gegen die Banden von es ist zu viel oder es ist zu klebrig oder es ist zu romantisch triefend oder sowas gegen ditcht so. Ja, ich mag eine Frage daraus formulieren. Was verändert sich für dich, wenn du einem Mann begegnest, dessen Sprache Teil seiner Erotik ist? Also für mich als erstes kommt, dass es sich total kraftvoll anfühlt. Für mich als Frau ist es die Sehnsucht, dass ein Mann als erotisches Wesen da ist. Also dass es eben nicht so ein, jetzt gehe ich ins Schlafzimmer und jetzt bin ich der Alltagsmann, sondern dass es in der Sprache präsent ist auch
Und dann gibt es wie auch so eine Einladung, eben so ein Ich darf auch die ganze Zeit als Frau, als weibliches Wesen da sein, egal ob ich gerade einen Reifen wechsle. Weißt du, also dieses, dass es nicht mehr so die Trennung gibt, so von dann bin ich als erotisches Wesen gefragt und dann irgendwie ist so Alltag. Und für mich ist das eine große Einladung, auch so eine Leichtigkeit dazu entwickeln. Dass es halt so nicht so ernst ist, so nach dem Motto, jetzt haben wir Sex und jetzt ist das so ein anderer Raum und dann darfst du aber auch nur quasi, nur in dem Raum diese Sinnlichkeit auspacken, aber auch nur noch sinnlich sein. So, ne? Und ich merke das immer wieder, dass mir das total Freude macht, wenn da so eine Leichtigkeit reinkommt und manchmal auch so ein herzhaftes Lachen, dass dann irgendwie ein Spruch kommt und ich einfach total laut lache und merke, ah, das ist okay. Ich muss gerade nicht nur säuselig sinnlich sein oder sowas, sondern gerne auch mal so herzhaft lachen. Und das tut mir gut. Dadurch wird der Raum größer. Wie Ja. geht dir das? Ich mag die Frage mal zurückgeben. So, was bedeutet das für dich, deine Sprache auch immer wieder so mit einzubeziehen in dein erotisches Wesen? Und wo sind da auch so vielleicht Stolpersteine, wo du merkst, ouch, das ist schwierig? Ich mag den Zusammenhang zum sexuellen Selbstvertrauen aufbauen. Weil jetzt von Männern gesprochen, jeder Mann hat in sich ein sexuelles Selbstvertrauen, das heißt eine innere Sicherheit, mit der er zum Beispiel in einen Flirt geht oder mit der eine Begegnung, also ein intimer wird. Und da kann so ein Vorgefühl sein von, oh Gott, ich habe zwar so viel Lust, aber ich habe Angst davor, dass es passiert, weil was, wenn es nicht gut wird? Und auf einem hohen Level so ein tiefes, inneres, entspanntes, so ein Ja, so ich bin da. Und ich weiß, dass ich so in mir ruhe sexuell, das ist einfach, was immer da hochkommt, darf da sein. Und für uns Männer ist es so wertvoll, uns auch fähig zu fühlen, ausgerüstet zu fühlen, vorbereitet zu fühlen. Und ich habe gelernt, dass meine Sprache ein so wichtiges Lustwerkzeug ist. Habe ich quasi meinen Penis als Lustwerkzeug kennengelernt und da wusste ich, okay, der kann zur Lust beitragen. Und dann zum späteren Zeitpunkt habe ich dann meine Hände auch wirklich als Lustwerkzeug verstehen gelernt in verschiedenen Arten. Aber dann zu verstehen, dass da auch die Sprache in manchen Momenten noch potenter ist wie Hand oder Penis, das hat mich schockiert und gleichzeitig auch erfreut, weil da lässt sich so viel Lust auslösen, da lässt sich so viel Energie im Raum bewegen, da lassen sich Szenarios erschaffen im Fühlen. Also wie begegne ich meiner Frau als Beispiel? In welcher Rolle kann sie mir begegnen? In welcher Energie kann sie mir begegnen? Und wohin kann ich sie auch bringen mit meinen Worten? Und das zu kultivieren, das zu trainieren und dieses Potenzial dahinter mal zu erkunden, verändert die Art, wie wir Liebhaber sind, auf eine, ich würde sagen, eine extreme Art und Weise. Und du hast es auch beschrieben, dass da in dir ein Genuss ist dahinter. Und ich habe auch oft gehört, dass in vielen Frauen eine Sehnsucht lebendig ist, danach, dass diese Stimme als Kunst und als Lustwerkzeug auch kunstvoll verwendet wird. Und dass sie einfach Türen öffnet, die wirklich sexy sind. Und für mich hat es sich fantastisch an, das auch bedienen zu können. Ja. Ach Mensch, das ist schon total flüssig, genau dieses Gespräch, so wie ich uns beiden auch kenne. Und gleichzeitig das Gefühl, es ist gut, jetzt rund zu machen. Wir haben 20 Minuten gesprochen. Insta Live, dafür ist das schon, glaube ich, fast ganz schön lange. Und wir wollen auch einfach Menschen nochmal einladen zu dem Kurs und tatsächlich auch so ein Goodie noch mitgeben, damit quasi ja jetzt zum Start des Kurses auch nochmal so eine extra Einladung da ist. Passt das für dich oder hast du noch irgendwas Wichtiges, wo wir unbedingt noch drüber sprechen sollten, dass es Ich nicht. würde es so machen, ich spreche ein paar Worte zum Kurs und dann übergebe ich dir mit Details, Logistik und Goodies. Ist das recht für dich? Ja, super. Liebe Männer, es richtet sich vor allem an euch. In so vielen von uns ist die Sehnsucht danach, ein wirklich guter Liebhaber zu sein. Und auch das Wissen, das Gewahrsein, die Fähigkeiten, die Präsenz rund um die Sexualität einfach weiterzuentwickeln. Und wir zwei haben uns hier zusammengetan, um dir genau das zu liefern. Das heißt, wir liefern dir eine dreiwöchige Journey mit diesem Titel Sexpertise im Gespräch, wo wir in drei so wichtige Themen eintauchen, die dich als Liebhaber einfach deutlich weiterentwickeln werden. Die, wenn du damit tiefer gehst, dazu führen, dass du merkst, wow, ich kann ganz andere Punkte berühren in den Menschen, mit denen ich bin. Ich fühle mich sexuell selbstsicherer. Es macht mir viel mehr Spaß, weil da ein Lustreichtum entsteht, auf den ich Zugriff bekomme. Und wir gehen durch
diese drei Punkte. Wir haben einmal haben wir die Sprache als Lustwerkzeug. Wir haben den Körper und die tiefe Erweiterung davon, wie viel Lust mein Körper wo empfangen kann. Und Jella, was war der dritte Punkt? Ich habe ihn gerade nicht im Kopf verraten. Tatsächlich geht es da als erstes um den Druck, um dieses Ja. mentale, also das Mindset, dass ich lerne als Mann, so, okay, Neugier bedeutet halt nicht, dass ich automatisch gleich super sein muss. Und was für eine innere Haltung du auch entwickeln kannst, dass du auf dem Weg bist und gerne auf dem Weg bist und nicht gleich denkst, ich muss super sein. Ja, raus aus diesem Erwartungsdruck, raus aus diesem Stress, raus aus diesem verkopften, ich muss jetzt hier performen und hinein in Form von Genuss. Und für manche Männer hört der Genuss ja auch sehr feminin an, aber gleichzeitig trägt es so viel zum Mannsein bei, seinen Genuss auch zu kennen und zu beherrschen. Und ich kann dir sicher zusagen, wenn du da tiefer eintauchst, du wirst andere Türen öffnen und du wirst ganz andere Reaktionen bekommen. Ich habe es für mich immer wieder erlebt und immer wieder. Ich erlebe es bei den Männern, die das kultivieren, die es gelernt haben. Alle sprechen dasselbe. Wenn die Türen in dir offen sind, dann öffnest du sie in den Menschen, die du triffst. Und das ist eine wunderschöne Erfahrung. Und wir haben uns zusammengetan, um diese Fähigkeiten zu vertiefen. Und über 3 Wochen und über 3 Abende, jeweils einen Abend pro Woche, gehen wir jeweils in ein großes Thema rein. Zwischendrin gibt es eine Telegram-Gruppe für Fragen und Austausch, wo wir dann sammeln. Und du wirst Schritt für Schritt sehr spielerisch, sehr leicht in diese Themen eingeführt. Und wir werden da etwas zaubern, was einfach wirkt. Danke. Du hast das einmal wieder auf deine einzigartige Weise so vorgestellt, wie, ja, ich dir das, das schätze ich als eine Qualität in dir, dass du genau diese Dinge so schön auf den Punkt und komprimiert ausdrücken kannst, die, ja, genau, die wir vorher abgesprochen haben und die quasi wir so als Inhalte eben rausgefunden haben und so wichtig finden. Genau. Zum Praktischen. Es gibt den Kurs zu kaufen auf meiner Shopweb-Webseite. Den Link dazu findest du in der Bio. Und mit dem Gutscheincode oder Rabattcode Yeah mit Ausrufezeichen dahinter, und das schreiben wir auch natürlich nochmal in die Kommentare, kriegst du die Aufzeichnung zu dem Kurs. Das sind tatsächlich die Beiträge, die Marc und ich machen, extra für. Ich glaube, 1 Euro knapp, es ist 99 Cent, ist es dazu, weil wir die einfach einzeln verkaufen müssen. Das hat sich rechtlich so geändert, dass Online-Kurse nicht automatisch Aufzeichnungen haben können, wenn sie Live-Anteile haben. Und dann hast du halt so ein richtig schönes, kompaktes Paket, einmal das Live zu erleben mit Fragen, wenn du dabei sein kannst. Ist natürlich super, wenn du dich beteiligst. Und das andere ist, die Aufzeichnung zu haben und die auch nochmal wieder gucken zu können. Weil nach unserer Erfahrung, gerade wenn es wirklich so intensive Inhalte sind, beim nächsten Mal hören noch wieder was ganz anderes in deine Ohren gelangt und in dein Bewusstsein auftaucht als, okay, wichtiger Punkt. Und du auf die Art und Weise so quasi das wie extrahieren kannst und immer wieder gucken kannst, ah, wo geht's noch ein Stück weiter? Ja, es lohnt sich, sei dabei, es ist relativ günstig für das, was wir anbieten. Und daher gönn dir. Genau. Ja, dann, Marc, vielen Dank für das Gespräch. Und ich Dir freue auch, mich mega, genau, wir sollten vielleicht noch erwähnen, am 4. September geht es los, bevor das nur gerne. irgendwie erst im Produkt zu sehen ist. Also am 4. September, Montag um 19 Uhr, ist der erste Termin für die Webinare. Ja. Schön, danke für alle fürs Reinschauen und bis bald. Genau, bis bald. Ciao.